Ja, sehr gut. Auch eine Genau. gute Nachricht. Genau. Klimakrise, Abwenden ist Handarbeit. Letztes Mal hatten wir schon eine ganze Reihe von uns. Hier haben wir diesmal die Gruppe Extinction Rebellion. Die kennt man aus UK noch ein bisschen stärker. Da sind sie noch ein bisschen stärker vertreten. Ein bisschen andere Aktionsform als FFF, aber meistens sehr kreativ, sehr gut wie organisiert, machen auch gute Aktionstrainings und so weiter. An diesem Rebellion-Ding hängen halt irgendwie dann auch noch ein paar Subgruppen dran, so, die dann irgendwie so ihr eigenes Derivat davon sind. Das Spannende ist halt irgendwie andere Aktionsformen, die dann auch ein bisschen anders rezipiert werden. Wer jetzt sagt, er möchte halt irgendwie ein bisschen breiteres Spektrum haben und dann irgendwie auch Civil Disobedience, haben wir gerade eben gelernt, ist wichtig, in die Richtung was tun, der sollte hier mal vorbeischauen. Sehr gut. Genau, was sich auch lohnt, ist, mal bei Telegram vorbeizuschauen. Da gibt es einen Kanal, der heißt Strata, also das Mehrzahl von Stratum. Und das ist etwas, wo versucht wird, Klimaaktivismus, Vernetzung zu betreiben in dem Kanal Telegram. Warum Telegram? Es gab da halt eben da die ersten Gruppen, die da waren, die dann teilweise auch irgendwie Angst um ihre eigene Aufdeckung hatten und so weiter, weil sie da irgendwie geglaubt haben oder vielleicht auch tatsächlich von Strafverfolgungsbehörden oder vom Verfassungsschutz irgendwie überwacht zu werden. Das gab ja eben dieses auch 2019 mit Besetzung von Baggern. Da gab es dann irgendwie so ganz harsche Dinge. Das heißt, man hat sich dann eben organisiert und versucht dann gleichzeitig die Mitglieder zu schützen. Das heißt, bei Telegram gibt es da einige, die unterwegs sind. Und bei Strata laufen halt eben so verschiedene Mitteilungen von verschiedenen Gruppen zusammen. Das heißt, wer sich für Aktivismus interessiert, der kann auch da mal vorbeigucken. Genau, wichtiger Hinweis aus dem Chat. Also es gibt sozusagen den Hinweis, Extinction Rebellion sind leider kritikwürdig, geht lieber zu Ende Gelände. Es gilt grundsätzlich, das ist sozusagen jetzt keine persönliche Empfehlung in dem Sinne, sondern es gilt grundsätzlich der Ansatz, schaut euch genau an, was für Initiativen das sind und bildet euch eure eigenen, also selbstständig denken. Also es das heißt jetzt nicht nur, weil wir beiden sagen, das ist jetzt top, dass das jedwede Kritikwürdigkeit außer Kraft setzt, sondern das sind ja Anregungen, um sich das mal anzugucken. Und deswegen sollte jeder so sein Urteil darüber selber im Bestfall tun und immer kritisch die Dinge auch hinterfragen. Und es ist natürlich auch meine Einstellungssache, inwieweit möchte ich sozusagen tiefer, radikaler werden oder möchte ich sozusagen eher gemäßigter sein, wie auch immer. Auch da gibt es sozusagen eine ganze Bandbreite. Das ist ein wichtiger Punkt, genau. Also wir sprechen hier nicht per se Empfehlungen aus, sondern wir stellen einfach Sachen ins Schaufenster, damit das irgendwie ein bisschen bekannter ist. Und natürlich kennen wir auch Ende Gelände und auch die haben natürlich irgendwie so Dinge, die man daran kritisieren kann und so weiter. Bei Extinction Rebellion, da gab es dann mal diese Sache, dass sie halt irgendwie komisch argumentiert haben und dann gab es da teilweise auch so Antisemitismusvorwürfe und so weiter. Totally get it. So, ne? Es ist alles okay. Wir hier sind auf dieser Seite, weil wir sehr kritisch auch mit uns selber sind, immer dabei, auch irgendwie Sachen dann irgendwie schnell auch zu zerreden und so weiter. Was wir machen, ist, wir halten einfach die Sachen hoch und man kann sich damit auseinandersetzen oder auch nicht. Genau das ist es dann. Man muss das auch irgendwie so ein bisschen so FFF. Ende Gelände, Extinction Rebellion, die machen ja nun auch irgendwie unterschiedliche Sachen mit unterschiedlichen Formen und so weiter, auch mit unterschiedlichen teilweise ja auch mit konkreten Zielen und so weiter. Ich glaube, es lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen und diese Art von dieses so, das ist aber so ein Stück geiler und so weiter und das auch in so eine Hitliste zu bringen und so weiter, kann man machen. Ich bin da nicht so ein Fan von.